2 mal 3 macht 4, wieder wieder witt und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, wieder wieder wie sie mir gefällt. Hey Pippi Langstrumpf, holla hi, holla ho, holla hopp, tata. Hey Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, wieder wieder wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser einmal eins gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, bitte, witt, und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu uns ein. Das ist das Haus, in dem Tommy und ich wohnen. Ein kleines Stück weiter, eigentlich nur ein Katzensprung, da liegt die Villa Kunterbunt. Die hat irgendein Kapitän mal gekauft, sagt unser Vater. Aber es wohnt keiner darin. Und das ist sehr schade, denn das Haus sieht so lustig aus. Es wäre schön, wenn da einer einziehen würde. Ja, das wäre schön. Eine Familie mit Kindern. Mit denen wir spielen könnten, meinst du? Hm? Ja, das wäre was. Jeden Morgen müssen wir laufen, damit wir nicht zu spät zur Schule kommen. Und dabei ist der Weg so schön. Erst kommt die Schuhmacherwerkstatt von Jönsson, dann die Bäckerei, in der es so leckere Brezeln gibt. Und dann, gleich um die Ecke, ist der Bonbonladen. Aber wir haben ja doch kein Geld, um jeden Tag was zu kaufen. Es gibt 2 Polizisten in unserer kleinen Stadt. Der lange, dünne, der am Steuer sitzt, heißt Kling. Und der andere neben ihm, der heißt Klang. Unser Fräulein in der Schule sagt, die beiden sorgen für Ordnung und Sicherheit. Und das ist sehr wichtig, denn es gibt auch ein paar Gauner in unserer Stadt. Donner Karlsson und Blum heißen die beiden. Nette Polizisten hier in der Stadt. Ja, wenn einem das Sitzen zu langweilig wird, dann kann man einfach ausbrechen. Genau. Dann gibt es in unserer kleinen Stadt noch die Tante Prosselius. Das ist so eine Art Lehrerin, aber nicht in der Schule. Sie kümmert sich um alle Kinder, weil der Bürgermeister es ihr gesagt hat. Sie steckt ihre Nase in alles rein, was sie nichts angeht. Wir kommen jetzt und tanzen schön, tanzen schön, tanzen schön. Wir kommen jetzt und tanzen schön, rilli ralli rön. Zu spät gekommen sind wir nie. Wir können ja laufen wie die Hasen und haben auch lange genug trainiert. Aber an diesem Vormittag passierte was Tolles, während wir in der Schule waren. Sagen Sie? Ja, und sie wohnt ganz allein in der Villa Kunterbunt. So etwas darf doch einfach nicht sein. Nein, da haben Sie vollkommen recht. Wir wählen sie schon daraus. Verlassen Sie ja. Ich werde mich auch darum kümmern. Sie darf nicht allein in der Villa Kunterbunt bleiben. Ein Mädchen wohnt in der Villa Kunterbunt? Die müssen wir doch gleich mal besuchen. Tatsächlich, da steht ein Pferd auf der Veranda. Ja. Was ist das denn? Ach du meine Güte, so stark ist doch kein kleines Mädchen. Das ist mir unheimlich, Tommy. Komm, gehen wir lieber. Nein, Annika. Ich will wissen, wie sie aussieht. Da liegt sie. Was ist denn los? Nichts. Wir wollten dich nur sehen. Wie heißt du? Ich heiße Pippi Langstrumpf. Und wer seid ihr? Ich heiße Tommy. Und ich Annika. Sag mal, Pippi, warum schläfst du eigentlich mit den Füßen auf dem Kopfkissen? Das kann ich dir sagen. In Ägypten, da liegen alle Leute mit den Füßen auf dem Kopfkissen und mit dem Kopf am Fußende. Und sie schlafen so fest, dass sie morgens mehr als 10 Wecker brauchen, um wach zu werden. Woher willst du das wissen? Du bist doch bestimmt noch nicht in Ägypten gewesen. Doch, da war ich schon. Ich bin schon überall auf der ganzen Welt gewesen. Ist das wirklich wahr?
Ach, hör auf, du schwindelst ja nur. Na gut, ich gebe zu, das war geschwindelt. Es ist schrecklich, ich kann es einfach nicht lassen. Das musst du aber, man darf nicht schwindeln. Ich weiß genau, dass man nicht schwindeln darf und ich will es auch nicht. Aber ich will euch was sagen. In Ägypten, da schwindeln die Leute von morgens bis abends. Um 7 Uhr früh fangen sie an und dann lügen und lügen und lügen sie wie gedruckt, bis es dunkel wird und sie schlafen gehen. Was sagt ihr dazu? Wenn das nicht auch wieder geschwindelt ist. Was hast du denn da für ein niedliches Äffchen? Wie heißt das? Das ist Herr Nilsson. Es ist herrlich bei Pippi Langstrumpf. In ihrem Haus darf man alles, was zu Hause verboten ist. Und immer fällt ihr was Neues ein. Dieses Spiel heißt, keiner darf den Fußboden berühren. Das kann der Nilsson natürlich am besten von uns allen. Oh. Was hatte Tante Puselius zu den Polizisten gesagt? Pippi wäre ganz allein in der Villa Kunterbunt? Das stimmt nicht. Der Affe und das Pferd sind doch bei ihr. Pippi, hast du keine Mama und keinen Vater? Klar habe ich Eltern. Die sind bloß nicht hier. Aber wer sagt dir denn, wann es Zeit ist zum Schlafen gehen? Das mache ich selbst. Zuerst sage ich ganz freundlich, Pippi, geh jetzt schlafen. Und wenn ich dann nicht gehorche, sage ich es nochmal, aber strenger. Pippi, du gehst sofort schlafen. Und wenn ich dann immer noch nicht gehorche, ja, dann gibt's eine Tracht Prügel. Wer draußen ist, der komm herein, es wird ja wohl kein Schneider sein. Ja, aber, liebe Kinder, was macht ihr denn hier? Wir spielen. Spielen? Du bist sicher das kleine Mädchen, das hier in die Villa eingezogen ist. Nein, wie können Sie sowas denken? Ich wohne 6 Treppen hoch im Hinterhaus. Da habe ich ein möbliertes Zimmer. Im Hinterhaus? Hier gibt es doch gar kein Hinterhaus. Ach so. Ja, aber dann weiß ich doch gar nicht, wo ich all meine Möbel hinstellen soll. Ohne Hinterhaus habe ich zu wenig Platz. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Wie ich heiße? Pipilotta, Victualia, Rolgadina, Schokominza, Ephraims Tochter, Langstrumpf. Mein Vater ist Negerkönig in Takatukaland und heißt Ephraim Langstrumpf. Bevor er Negerkönig wurde, war er ein berühmter Piratenkapitän und alle Seeleute nannten ihn den Schrecken der Meere. Mich nennen alle nur Pippi. Und mich nennen alle Tante Puselius und ich bin hierher gekommen, um dir zu helfen, meine liebe kleine Pippi. Warum willst du mir denn helfen? Ja, weil du doch keine Eltern mehr das hast. Das ist nicht wahr, ich habe wohl Eltern. Ach ja? Wo sind sie denn? Meine Mutter ist im Himmel und mein Vater in der Südsee. Siehst du, und deshalb sollst du jetzt mitkommen. Ich habe nämlich einen Platz für dich. Im Kinderheim. Ich habe schon einen Platz in dem Kinderheim. Ja, hast du. Ja, wo denn? Aber das siehst du doch. Hier, ich bin ein Kind und das ist mein Heim. Also ist es mein Kinderheim. Ich muss... Oh, Baby, ich sorge dafür, dass der Affe wegkommt. Baby, hol das Tier weg. Herr Nilsson. Er beschmutzt mir das Kleid. Aber Pippi, begreif doch, dass du ja nicht Muttersehen allein wohnen darfst. Wovon willst du denn leben? Du hast ja kein Geld, mein liebes Kind. Was? Ich hab kein Geld, sagst du? Na? Das ist etwa kein Geld? Jedenfalls darfst du hier nicht länger allein wohnen. Dafür werde ich sorgen. Ja. Wiedersehen, Brüsselise. Es war nett, dass du gekommen bist, aber es ist noch netter, dass du wieder gehst. Ich hab den Fehler. So. Ja? Sie müssen mir helfen. Das Mädchen ist furchtbar. Was ist? Was denn? Rohe Eier sind gut für die Haare, habe ich mal gehört. Pippi, wo hast du eigentlich gewohnt, ehe du hierher kamst?
Ich habe überhaupt nicht gewohnt. Ich bin immer nur mit meinem Vater auf dem Meer rumgesegelt. Und wo ist dein Vater jetzt? Das weiß ich nicht. Wir sind mal in einen schweren Sturm gekommen und der hat ihn über Bord geweht. Hier, fang auf! Und wie ging's dann weiter? Ist er ertrunken? Ach wo, der kann überhaupt nicht ertrinken, weil er so dick ist. Er ist auf der Takatuka-Insel an Land getrieben worden und da ist er jetzt König. Aha, dann hast du die vielen Goldstücke wohl von deinem Vater, was? Na klar, was denkst du denn? Hallo, wer kommt denn da? Polizisten habe ich beinahe so gern wie saures Rhabarberkompott. Bist du die Pippi Langstrumpf? Wer soll ich denn sonst sein? Die Kaiserin von Apfelsinien etwa? Sei nicht so frech, wir kommen auf Veranlassung von Fräulein Prüsselius. Und wir haben Auftrag, dich ins Kinderheim zu bringen. Ja. Wenn die Brüsselise ein Kind haben will, soll sie sich ein anderes suchen, nur nicht mich. Halt! Hör zu, Pippi Langstrumpf. Mach keine Dummheiten. Bestell der Brüsselise einen schönen Gruß von mir. Ich will nicht ins Kinderheim. So, Klang. Jetzt müssen wir aber hart durchgreifen. Ich laufe hier lang, du um die Ecke. Jawohl. Wenn die Brüsselise ein Kind haben will, soll sie sich ein anderes suchen, nur nicht mich. Halt sie fest, Klang! Vorwärts! Jetzt machen wir Putschen-Prozess! Nimm so eine fertige Rute. Hey, hallo, wo wollt ihr denn hin? Hör mal, Pippi. Sei doch um Himmels Willen nicht so dumm. Im Kinderheim wird's dir bestimmt gefallen. Ja, und von da aus kannst du auch immer in die Schule gehen mit den anderen Kindern. Ist das nicht schön? Warum soll ich in die Schule gehen? Damit du lesen lernst und rechnen, Multiplikation und so weiter. Und das einmal eins. Danke, ich werde gut ohne Plurimikation fertig, auch ohne einmal eins. Nein, Klang, so geht das nicht. Wir müssen sie festnehmen. Jawohl. Wenn ich dich kriege, versohle ich dir den Hintern. Langsam, erst mal warte. Nimm mich doch mit. Lass mich nicht allein. Oh, oh, oh. Na was? Hey, hier! Ach so, da bist du! Vorwärts, Kling! Vorwärts! Gleich werden wir dich fangen! Paxi! Paxi! Los, schneller, Kling! Ich kann nicht! Meine Schuhe sind frisch besohlt! Rutsch mal ab! Oh, wie bist du denn? Sie ist abgestürzt! Nein, ich hänge an der Dachrinne! Was machst du denn? Bist du verrückt geworden? Komm sofort wieder auf! Ach du meine Güte, jetzt ist sie runtergefallen. Oh. Wie schrecklich. Komm schnell, vielleicht können wir noch was für sie tun. Das arme Kind, das wollte ich wirklich nicht. Wo steht denn die Leine? Da, komm, hier. Du, Klang? Ja. Da unten steht sie ja. Was? Sie lebt wirklich? Oh. Los, Pippi, gib die Leiter her. Ja, gib die Leiter her, du Frechdachs. Warum seid ihr denn so böse? Das ist ein schönes Spiel, oder? Was sagst du? Zeig mir nie. Das werden wir dir schon zeigen, wenn wir runterkommen. Was? Warte nur. Warte, kommt nur runter. Lass sofort die Leiter los, sag ich. Du musst erst bitte sagen. Ich lass die Leiter erst los, wenn du mich bittest. Sonst kannst du da oben verhungern. Also gut, bitte, liebe Pippi. Stell sofort die Leiter zurück, bitte. Gut, der andere soll auch bitte schön sagen. Ja, ich sage auch bitte, Pippi. Na schön, dann kommt runter. Ja. So, jetzt ist Schluss. Ist es Schluss? Ich dachte, jetzt fängt es an. So, jetzt haben wir dich. Nein, jetzt habe ich euch. Hey, was machst du denn da? Was ist denn das? Was bist du verrückt geworden? Bist du noch von der Polizei? Warte bloß! Das ist Aufruhr gegen Platz. Das Mädchen ist eine Hexe. Ich sage dir, was ist eine Hexe? So was habe ich noch nie erlebt. Tommy, Annika, komm! Ja, los, gib Gas! Mach ich doch! Ja, mach ich doch! Was ist denn da? Natürlich!
So, gib den Hut her. So, jetzt sag weg, die Decke. Die Farbe steht Ihnen bestimmt. Glauben Sie? Ja, sie passt zu Ihrem Haar. Eine fantastische Qualität. Fühlen Sie wunderbar. Doch mal. Ja, wirklich wunderbar. Was kostet der Meter? Was wollt ihr denn? Ich suche eine neue Decke für mein Pferd. Hä? Aber der Stoff ist nicht das Richtige. Ich brauche was Wärmeres. Ja, für Sie würde ich sagen 1,70 pro Meter. Oh. Bei der Breite ist das Geschenk. Der Stoff kostet mich im Einkauf schon 1,50. Hm. Wie viel braucht man denn davon für ein Kleid? Ja, Pippi, das ist sehr unterschiedlich. Was macht die Tommy? Pippi! Olli! Was machst du denn da? Nix, ich probiere nur einen Hut auf. Olli! Olli! Da ist ein Spiegel. Danke. Guten Tag. Sie sind aber eine schöne Frau. Gehört das Geschäft Ihnen? Ui, da müssen Sie auch eine reiche Frau sein, oder? Ich habe dich etwas gefragt und auf eine anständige Frage gehört eine anständige Antwort. Ach so, du bist wohl zu fein dazu. Aber das macht nichts. Auf Wiedersehen. Wenn man so schön ist, darf man hochnäsig sein. Oh. Pippi. Ach so, du meine Güte. Was machen wir denn jetzt? Ist das recht, wenn ich Ihnen den Stoff zusende? Nein, danke. Ich nehme ihn gleich mit. Oh, was hast du denn da angerichtet? Du hast die teure Puppe ruiniert. Das macht nichts. Ich bezahle sie dir. Solche Puppen kann man nicht kaufen. Außerdem hast du nicht so viel Geld. Oh doch. Da hast du ein paar Goldstücke. Das langt bestimmt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Oh, das ist wirklich Gold. Jolla, hey, Jolla. Pippi, wollen wir hier nicht mal reingehen? Na, jetzt kaufen wir Bonbons. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, jetzt geht's rund hier im Laden. Guten Tag, ihr drei. Na, was möchtet ihr denn gerne haben? 18 Pfund gemischte Bonbons. 18 Pfund? 18 Stück meinst du sicher, ne? 18 Pfund, habe ich gesagt, und genau das meine ich auch. 18 Pfund, ja. Hier, damit du nicht glaubst, ich hätte kein Geld. Ui, das ist ja echtes Gold, mein liebes Kind. Da bekommst du ja noch eine ganze Menge Geld zurück. Das ist egal, nur her mit den Bonbons. Tja, ich weiß nur nicht, ob das langt, was hier im Laden ist. Weißt du was, ich hole ein paar Tüten voll aus dem Lager. Dürfen wir in der Zeit ein bisschen naschen? Aber natürlich, so viel ihr wollt. Ein ganzes Goldstück, na so ein Glück. Die Himbeeren sind am besten. Nein, ich mag lieber Kokosflocken. Die Pfefferminztaler. Leider waren nur noch 7 Pfund im Lager. Dann nehmen wir von hier noch was dazu. Oh ja, natürlich. Sucht euch nur aus, was ihr gerne haben möchtet. Ich will nur Gelee-Himbeeren, Pippi. Und eine Handvoll Gummibärchen und Lakritzstangen. Gelee-Himbeeren, Gummibärchen und Lakritzstangen. Und was noch? 100 Päckchen Kaugummi. 100 Päckchen Kaugummi. Oh, guck mal, was die für eine Menge Bonbons haben. Die Gemeinheit. Immer haben seine Eltern verboten, Süßigkeiten zu essen. Der darf sich was nehmen. Ich darf nicht, aber einmal ist keinmal. Oh, so eine Freundheit. Ja, der Bonbon möchte auch bei mir. Junge, das ist doch eine Gebot, verbotene Bonbons zu essen. Ja! Apotheke und kaufen Medizin. Medizin heißt das. Nein, Leute, die Medizin kaufen, sterben viel früher, als sie die Medizin kaufen. Guten Tag. Was darf's denn sein, bitte? Ich dachte, es wäre jemand da. Es ist auch jemand da. Ich will 4 Liter Medizin haben. Was? Ich will 4 Liter Medizin haben.
Was willst du? Sag das noch mal. Was möchtest du? 4 Liter Medizin. 4 Liter? Ja, aber was denn für eine Medizin? Am liebsten eine, die einem hilft, wenn man krank geworden ist. Wenn man krank geworden ist? Hm? Ja, klar. Wenn man gesund ist, braucht man keine. Wogegen soll die Medizin helfen? Gegen alles. Zum Beispiel gegen Keuchhusten oder Masern oder wenn die Mücken eingestochen haben. Wenn man verdorbenen Magen hat oder schmutzige Füße. Auch wenn einmal ein Kirschkern in die Nase reingerutscht ist. Und es wäre natürlich prima, wenn man auch die Möbel damit polieren könnte. Nur stinken darf sie nicht zu sehr. Apotheker nur so viele Flaschen genommen hat. Das kann man doch alles in eine Flasche reinschütten. Ja, darf man denn die ganze Medizin zusammenschütten, Pippi? Das ist doch gefährlich. Stell dir mal vor, was da passieren kann. Gar nicht, die schütte ich doch weg. Da drüben ist ein Spielwarengeschäft. Komm, jetzt kommen wir erstmal einen ganzen Sack voll Spielsachen. Du, komm mal her. Wieso kann die so viele Spielsachen kaufen? Hm? Weil sie so reich ist. Sie hat einen ganzen Koffer voll Goldstücke zu Hause. Die Kleine da hinten, ist das wahr? Mhm. Sag mal, wo wohnst du eigentlich? Ich in der Villa Kunterbund. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich da draußen gerne einmal besuchen. Ja. Ich habe einen schrecklichen Durst. Ich auch. Das kommt von all dem süßen Zeug, das wir gegessen haben. Was? Ihr habt Durst? Dann müsst ihr Limonade trinken. Aber wo sollen wir die Limonade hernehmen? Das kann ich euch sagen. Kommt mal mit zu meinem Baum. Wieso? Welchen Baum meinst du? Den hier. Da wächst nämlich Limonade drin. Da drin? Das glaube ich dir nicht, Pippi. Ich auch nicht. Und was ist das? Limonade. Na, glaubt ihr mir jetzt? So was. Limonade. Ein Limonadenbaum ist wirklich das Tollste, was ich je erlebt habe. Wiedersehen! Wieso Wiedersehen? Wo bist du, Pippi? Wo ist sie geblieben, Annika? Hier unten bin ich. In meiner tiefen, tiefen Räuberhöhle. Der Baum ist hohl, siehst du, Tommy? Ja. Hey, hallo! Komm doch runter! Nein! Das ist mir viel zu unheimlich! Wie willst du da jemals wieder rauskommen, Pippi? Rauskomme ich hier nie mehr. Das ist unmöglich. Jetzt muss ich hier bleiben, bis ich alt und grau bin. Und ihr müsst jeden Tag herkommen und mir etwas zum Essen runterwerfen, damit ich nicht zu schwach werde und noch vor Hunger sterbe. Pippi, Annika, komm zum Essen. Ui, wir müssen jetzt nach Hause, Pippi, sonst kommen wir zu spät zum Essen. Ja, geht nur. Auf Wiedersehen, Pippi. Wiedersehen und lass mich bloß nicht hier unten verhungern. Kannst du da wirklich nicht mehr rauskommen? Nein, nie mehr. Edge, da bin ich schon wieder. Pippi ist prima. Ja, das so. Mag sein. Ich möchte nur wissen, ob sie der richtige Umgang für euch ist. Ganz bestimmt, Mama. Ich hab sie richtig gern. Mich auch. Na ja, geht jetzt. Wiedersehen. Die Regenmäntel nicht vergessen. Nein, nein, Mama. Haltet euch nicht zu lange bei Pippi auf, sonst kommt ihr zu spät zur Schule. Nein, wir beeilen uns.
Wenn ihr wollt, könnt ihr sie ruhig mal einladen. Oh ja, ja, machen wir. Ach ja, ich habe doch heute Nachmittag mein Kaffeekränzchen. Sagt ihr, sie wäre herzlich. Oh ja, da wird sie sich mächtig freuen. Fein, Mama, danke. Schon gut. Beeilt euch. Wiedersehen. Lauf, wiedersehen. Es wird höchste Zeit. Kaffeekränzchen war ich noch nie. Ich weiß gar nicht, wie man sich da benehmen muss. Wir sind doch bei dir. Wir kommen nach der Schule her. Dann sprechen wir noch mal drüber. Oh, jetzt kann man wieder durchsehen. Willst du dir die Füße waschen? Klar, das gehört sich so. Man darf doch nicht mit schmutzigen Füßen zu einem Kaffeekränzchen gehen. Warum hast du eigentlich immer so große Schuhe an? Ich wackle gern mit den Zehen. Dazu brauche ich viel Platz. Oi, hopp, hopp. Oi, hopp, hopp. Wenn du fertig bist, kannst du mit dem Wasser den Fußboden noch sauber machen. Na klar, das tue ich immer. Das geht furchtbar einfach. Aber sich was Lustiges ausdenken, das können sie nicht. Wie geht es Ihnen denn? Aber sie hat so einen langen Haar. Danke. Ein bisschen aufgeregt und da habe ich mir die Kommandos ausgedacht. Davon kriegt man nämlich mehr Mut, wissen Sie? Ach ja. Ja, das war gar nicht so dumm. Nein, nicht? Wirklich. Du kannst dich da drüben zu Tommy und Annika an den Tisch setzen. Pippi, komm. Pippi. Oh, was für herrliche Plätzchen. Die sehen aus, als ob sie gut schmecken würden. Aber die auch. Pippi. Komm her, Pippi. Ui, Sahne. Frau Jönsson, sehen Sie sich das an. Ein unmögliches Kind. Hör mal, du kannst doch nicht mit den Fingern an die Torte gehen. Wieso? Ich probiere auch nur. Ich bitte zu Tisch, meine Damen. Greifen Sie zu. Rein ins Bett! So, bitte sehr. Die arme Kleine, sie hat weder Vater noch Mutter. Das ist nicht wahr. Ich habe wohl Eltern.
Meine Mama ist ein Engel. Sie wohnt oben hoch im Himmel und guckt jeden Tag auf mich runter mit einem großen Fernrohr. Und mein Papa, der ist Negerkönig auf einer großen Insel. So, meine liebe Pippi, ich glaube, jetzt hast du genug. Hm? Deine Augen sind größer als dein Magen. Setz dich zu Tommy und Annika und iss das erstmal auf. Hm? So. Es ist richtig schön bei euch. Von jetzt an werde ich immer herkommen, wenn Kaffeekränzchen ist. Man darf aber nicht einfach rumlaufen und sich von allem was nehmen, Pippi. Ich frag dich was, Annika. Hast du schon Plätzchen und Kuchen? Nein. Hat Tommy schon Plätzchen und Kuchen? Nein. Seht ihr, das kommt davon. Wenn es was Gutes gibt, muss man sich ranhalten, sonst kommt man zu kurz. Pippi, was soll denn das? Eine junge Dame darf nicht so in der Nase bohren. Wie macht eine junge Dame das denn, wenn sie in der Nase kitzelt? Ein junges Kleid haben Sie an, Frau Sättergren. Ist das neu? Ja, ich trage es heute zum ersten Mal. Der Schnitt ist zauberhaft. Schade, ich hätte ja, gern gewusst, wie Damen in der Nase bohren. Was ist denn das für ein Lärm? Benka und die anderen Jungs jagen wieder hinter dem armen Wille her. Hast du gerade was gesagt? Das hast du doch gehört. Du bist ganz schön frech. Aber wenn ich dich verhaue, dann wirst du bestimmt so klein. So klein wie du, meinst du was? Wir können es ja mal ausprobieren. Seht euch die Latschen an, das sollen wohl Schuhe sein, was? Gib mir einen davon. Ich wollte schon lange so ein Boot haben, um damit auf dem See rumzurudern. Warte nur, du Rothaar. Wenn ich dich gleich verprügle, dann wirst du nach deinem Papa und nach deiner Mama schreien. Ich zittere jetzt schon. Schau mal, ich kann kaum noch stehen. Dann setz dich doch. Das war der Anfang, du blöde Gans. Schöner Anfang. Und jetzt muss es weitergehen. Pass mal auf, so geht's bei mir weiter. Hey! Oh! Oh, oh. Hey, warum helft ihr mir nicht? Wartet nur, wehe, wenn ich runterkomme. Reißt ihr die roten Haare aus. Na, was ist? Will noch einer von euch da rauffliegen? Nein, wieso nicht? Wenn die nochmal frech werden, brauchst du mir nur Bescheid zu sagen. Gut. Und wenn du mich mal besuchen willst, dann musst du das morgen tun. Ich habe jetzt keine Zeit. Sowas hatte der Angeber schon lange verdient. Du warst prima, Pippi. Du, Pippi, ärger meine Mutter nicht mehr und benimm dich ein bisschen. Keine Angst, ich werde mich wie eine feine Dame benehmen. Also, Pippi, was ja, meinst du denn da? Also, das geht wirklich zu weit. Nein, Pippi, pass doch auf! Mach nicht, ich hab noch genug Geschirr in der Villa Kunterbunt. Eine feine junge Dame sein, das ist nichts für mich, Mama. Ich glaube, da will ich doch lieber Seeräuber werden. 15 Mann auf der Turnmannskiste, oh, oh, und ne Buddel rum. 15 Brote und 15 Würste muss ich haben, sonst treibt mich um. Ich sage dir, das Mädchen lügt. Kein Mensch hat einen Koffer voll Goldstücke. Das will ich ja eben untersuchen, denn wenn es irgendwo einen Koffer voller Goldstücke gibt, dann kenne ich einen, der sofort angedampft kommt. Und der heißt Donner Carlson. Ja, und ich bin sofort dabei. 75, 76, 79, 77, 11, 72, 77, 18. Kommt rein! Oder bleibt draußen, wie ihr wollt. Guten Tag.
Guten Tag. Tag. Ich dachte, da kämen Annika und Tommy. Aber dass ihr es seid, ist auch nicht schlimm. Ich freue mich über jeden Besuch. Wollt ihr beide mir was Schönes verkaufen oder nur was vorsingen? Nö, wir wollten eigentlich nur mal fragen, wie spät es ist. Genau, nur das wollten wir, ganz bestimmt. Finger weg. Bist du allein zu Hause? Oh nein, Herr Nilsson ist auch zu Hause. Herr Nilsson, ist er da drin? Ich muss ihm gleich was zu essen bringen, sonst wird er böse. Ist er sehr stark, der Herr Nilsson? Ja, er ist sehr, sehr stark, der Herr Nilsson. Ja, ja, wie gesagt, wir wollten nur mal fragen, was die Uhr ist. Warum tut ihr es denn nicht? Was? Fragen. Ihr wolltet doch fragen, was die Uhr ist, hast du gesagt. Ja, natürlich. Was ist denn die Uhr? Eine Uhr ist eine hübsche Sache und macht immer tick, tack, tick, tack, tick, tick, tack, tick, tick, tack, tick. Ich hab gar keine. Mir ist es nämlich piepegal, was die Uhr ist. Vielen Dank. Danke sehr. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Alles Gute. Raus. 1192, 1292. Ich will dir mal was sagen. Wenn da so ein Kerl im Haus ist, dann ist die Sache zu gefährlich. Ja, aber in der Nacht wird er jedenfalls schlafen. Und dann kommen Donner Carlsson und Blum zurück, schleichen sich vorsichtig ins Haus und klauen das Gold. Ja, die eine darfst du noch essen. Dann wird geschlafen. Schlaf, mein kleines Negerkind, träum von Tacker-Tucker. Hoch in den Palmen heult der Wind, und morgen früh gibt's Zucker. Gleich kommt der Sandmann angegangen, drum mach nur schnell die Augen zu. Morgen kannst du wieder Flöhe fangen. Wir haben Glück, Blum. Du, ob dieser Kerl, wie heißt er doch, dieser Herr Nilsson, jetzt wohl schläft? Ja, ja, der schläft bestimmt. Komm. Die Tür war offen, also die haben vielleicht einen Herrn. Sei doch froh. Aber das ist doch nur eine Maske. Da liegt sie. Also mit den Füßen auf dem Kopfkissen. Ideen haben diese Gehirn. Ob sie wohl schläft? Klar schläft sie. Wenn kleine Kinder mal eingeschlafen sind, kann man sie auf den Kopf stellen, ohne dass sie aufwachen. Da. Na schön. Aber wo glaubst du, liegt dieser Onkel Nilsson? Herr Nilsson, wenn ich bitten darf. Herr Nilsson liegt da drüben in dem kleinen roten Puppenbett. In dem kleinen roten Puppenbett? Hm? Blum. Blum, nun rat mal, wer Herr Nilsson ist. Ein Affe. Hör zu, meine Kleine, steh mal auf, wir wollen mit dir reden. Ich hab keine Lust, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Du sollst aufstehen, habe ich gesagt. Was ist denn? Wollt ihr schon wieder wissen, was die Uhr ist? Nein, wir wollen was anders wissen. Ob dein Papa und deine Mama zu Hause sind? Nein, die sind ganz weit weg. Ich wohne allein in der Villa Kunterbunt. Willst du uns nicht sagen, wo der Koffer ist, hm? Der steht da drüben auf dem Schrank. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir ihn mitnehmen. Mitnehmen? Nein, ich habe nichts dagegen. Aber ihr dürft auch nichts dagegen haben, wenn ich ihn mir zurückhole. Sowas darf man aber doch mit erwachsenen Leuten nicht machen. Warum nicht? Ich tue das. Oder glaubst du, ich lasse mir etwas wegnehmen? Ihr habt angefangen, nicht ich. Oh, wart nur, du ungezogenes Ding. Dir werde ich schon zeigen. Mit mir kann man sowas nicht machen. Das kann ich dir sagen. Nein! Du kannst doch aufs Dach fliegen, wenn du willst.
Verzeihung, liebes Fräulein. Wir haben es doch nicht so böse gemeint. Nein, wir haben es überhaupt nicht böse gemeint. Nein. Du weißt nicht, wie das ist, wenn man den ganzen Tag draußen herumläuft. Ja. Und wenn man hungrig ist. Ja. Was sagst du da? Habt ihr denn nichts zu essen? Nein, gar nichts. Das ist es ja. Wenn wir nicht solchen Hunger hätten, dann würde es uns doch nicht im Traum einfallen zu stehlen. Wir sind wirklich beide sehr hungrig. Nun seid ihr aber ein paar arme Kerle. Ja. Ich habe noch eine Sahnetorte im Haus. Wollt ihr davon etwas haben? Sahnetorte? Hast du gehört? Oh. Ja, die würde uns schon schmecken. Ja, das wäre jetzt genau das Richtige. Ja. Wartet, ich hol sie. Ja. Los, nimm den Koffer und weg. Halt! Was machst du denn? Ja. Du bist doch verrückt geworden, die gute Tochter. Ihr wolltet doch etwas zu essen haben, nicht wahr? Ja, aber... Komm, Blum, das hat ja gar keinen Zweck. Junge, das waren aber wirklich ein paar miese Kerle. Erst heulen sie einem was vor und tun, als ob sie Hunger hätten, und dann machen sie sowas. Aber vielleicht hatten sie wirklich Hunger. Sie sahen so aus. Weißt du, Mama, ich wollte jedem ein Goldstück geben, aber du hast ja gesehen, wie sie Hals über Kopf weggelaufen sind. Was ist? Willst du auch frühstücken? Komm doch rein. Nilsson und ich sind schon bald satt. Such dir irgendwas aus. Es ist ja genug von allem da. Jetzt werde ich euch was Schönes zeigen. Ich hab's gestern Abend im Schrank gefunden. Passt mal auf. Was sagst du? Du willst es genau wissen? Natürlich, das ist ja auch was für neugierige Mäuschen. Halt gut deine kleinen Knopfaugen offen, aber du darfst nicht erschrecken. Was das ist, wirst du wissen? Aber das siehst du doch. Eine Blume aus Japan. Wie die heißt, das weiß ich nicht. Ich hab's vergessen. Aber wir können ja einen Namen dafür erfinden. Sagen wir Kokotama-Blume oder Schlangschlingschluppe oder Spunk. 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 Ob das wirklich ein Spunk ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist Spunk ein sehr schönes Wort. Spunk. Spunk. Ich weiß nicht, was das bedeutet, Mama, aber es ist ein schönes Wort. Spunk. Hey, Bibi. Hey, hallo, Bibi. Spunk. Spunk. Sag mal, was redest du denn da? Spunk. Bist du krank oder was Spunk. Ist los? Stell dir vor, ich habe selbst etwas erfunden. Was hast du erfunden? Ein ganz neues Wort. Was für ein Wort? Sag's uns doch. Spunk! Spunk! So ein schönes Wort kann kein Professor erfinden. Spunk! Aber denkt euch, wenn es nun was Gefährliches ist. Wieso was Gefährliches? Ein wildes Tier mit scharfen Krallen und Zähnen. So ein schreckliches Ungeheuer, weißt du, das Affen und kleine Kinder frisst. Ach nein. Ach nein? Das sagst du jetzt, aber warte mal ab, bis du einen siehst. Ich habe nämlich vor, eine Spunkfalle zu bauen. Musik
können wir Herrn Nilsson ruhig allein lassen. Sobald der Spunk die Tür aufmacht, peng, kriegt er die ganze Soße auf den Kopf. Aber wie kommen wir denn selbst rein und raus? Ganz einfach, wir steigen durchs Fenster. Jetzt können wir in Ruhe mit dem Floß fahren. Hauptsache, der Spunk kann nicht an Herrn Nilsson ran. Spunk gibt? Ganz bestimmt. Es gibt überall Spunks und wir werden auch einen finden. Tommy, Annika, seht nur. Ist das nicht ein goldiger kleiner Spunk? Das ist ein ganz besonders kräftiger. So einen habe ich noch nie gesehen. Geben Sie Acht, er hört überhaupt nicht mehr auf zu wachsen. 10 Meter wird er groß. Red nicht solchen Unsinn. Schicken Sie ihn nicht ins Kinderheim. Das süße Spünktchen. Wenn er Schornsteinfeger will, braucht er keine Leiter. Jetzt fragen wir ihn im Geschäft nach. Ein Spunk? Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Das musst du wissen. Du bist doch der Verkäufer hier im Geschäft. Da hast du recht. Tja. Ist das wirklich Spunk, was du da haben willst? Klar, wenn ich Spunk sage, dann meine ich auch Spunk. Oder habe ich das nicht gesagt? Doch, du hast Spunk gesagt, das stimmt. Tja, dann wollen wir noch mal nachsehen. Okay. S, da haben wir es. Salatkörbe, Salzstreuer, Stahlnägel, Spritzen, Spülmittelbehälter. Nein, steht nicht drin. Wozu brauchst du es übrigens? Ich will einige Löwen damit erschrecken. Die Stinker werden allmählich zu frech. Oh, ich verstehe. Wie wär's denn, wenn du das dazu nehmen würdest? Aber das ist doch kein Spunk, das ist ein Rechen. Frag mal einen Professor, wenn du es nicht glaubst. Tja, mein Kind, dann kann ich dir wohl nicht helfen. Aber gleich um die Ecke ist ein Handarbeitsgeschäft. Vielleicht versuchst du es da mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Nichts zu danken, auf Wiedersehen. Ich nehme 2 Springseile. Die Kosten. Moment! Schon gut. Annika, da oben wohnt doch die Brusselise. Vielleicht hat die einen Spunk. Ich werde sie mal fragen. Es ist ein Skandal. Das sage ich auch. Aber wer hat heutzutage noch Moral? Ja, ja, ja. Aber bitte, greifen Sie doch zu. Danke sehr. Oh, vielen Dank. Und da zusammen! Pippi! Ich suche einen Spunk. Habt ihr zufällig einen gesehen? Spunk? Ist das was Gefährliches? Oh ja, das kann wohl sein. Was ist es vielleicht eine Maus? Ich weiß nicht, es kann alles Mögliche sein. Eine Schlange, eine Maus, vielleicht auch ein Staubsauger. Das wollte ich ja von dir wissen, Tante Brüsselise. Staubsauger? Was sagst du da? Bist du nicht ganz gescheit? Doch, ich wollte bloß mal sehen, ob du so gescheit bist, dass du weißt, was ein Spunk ist. Auf Wiedersehen! Oh,
Pippi beginnt mir so langsam auf die Nerven zu gehen. Das haben Sie nicht verdient. Ich weiß doch, wie kinderlieb nicht Sie wahr. Sind. Na, wo tut's dir denn weh, mein Kind? Was hast du denn für eine Krankheit? Meine ganz gefährliche, Herr Doktor, einen Sprung. Einen Sprung? Ja, und was für einen. Mir ist so schlecht, alles tut mir weh und überall juckt es. Wenn ich einschlafe, fallen mir immer die Augen zu. Die Augen zu? Das ist wirklich gefährlich. Und manchmal macht's immer so bei mir. Aha, Hick. Stell dir vor, das hört gar nicht auf. Besonders am Sonntag war schlimm. Dabei hatte ich doch nur einen Teller Milchsuppe mit Schuhcreme gegessen. Das ist aber sehr merkwürdig. Ein schwerwiegender Fall. Ich muss dich untersuchen. Leg dich mal hin. Ja. Hör mal, du kannst doch sicher gut die Zunge rausstrecken, nicht wahr? Mhm. Mach mal, jetzt darfst du's. So, und jetzt sag bitte A. A. Ganz lang. A. 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 Danke, danke, das genügt. Und jetzt öffne die oberen Knöpfe von deinem Kleid, damit ich das Herzchen abhorchen kann. Was macht das Herz? Genau das, was es soll. Es schlägt. Ganz normal und ruhig. Ja, aber ich habe doch einen Spunk in mir drin, Herr Doktor. Ist sowas ansteckend? Nein, das ist nicht ansteckend. Und ich glaube auch gar nicht, dass du einen Spunk hast. Aber es gibt doch so eine Krankheit, die man Spunk nennt, oder nicht? Nein, die gibt es nicht. Und wenn es sie gäbe, dann würdest du sie todsicher niemals bekommen. Prima, dann bin ich ja ganz gesund. Ja, freilich. Und was kostet das? Das kostet nichts. Spunkuntersuchungen mache ich immer umsonst. Das ist aber nett. Vielen Dank. Keine Ursache. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So schön falsch singt. Stell dir vor, die hat den ganzen Koffer voll davon. Und dabei könnten wir das Zeug viel besser brauchen. Was meinst du, wir könnten das Ding doch drehen, wenn sie mal nicht zu Hause ist? Ja, aber die ist doch so stark. Ja, ich sage dir doch, sie sollen ja nicht da sein, wenn wir das Gold klauen. Das muss schön sein, wenn ich doch auch so fliegen könnte. Pippi kann fliegen. Soll ich es dir mal zeigen? Da. Na, so schön wie die Möwen war das nicht. Der Ballon ist ja noch da. Der Ballon. Was denn für ein Ballon, Pippi? Na, der von meinem Vater. Er liegt oben auf dem Dachboden. Komm, wir holen ihn und dann machen wir zusammen eine Ballon. Ich glaube, sie ist doch zu Hause. Das werden wir ja sehen. Das ist ein komischer Pferdestall. Hm? Ja.
Den Ballon hat Vater sich gebastelt. Er wollte damit zum Nordpol fliegen. Wie weit ist er denn gekommen? Bis hier auf dem Dachboden. Das war ja bloß dieser verflixte Affe Nilsson. Herr Nilsson, wenn ich bitten darf. Wo mag der Koffer stecken? Blum, da ist er. Was zu essen mitnehmen? Na klar, mach Brote. Ich werf alles runter und kümmere mich um den Ballon. Tommy, hol du die Hakenstange vom Hof. Und Blumen sind immer noch auf der Flucht, aber wir werden sie schon erwischen. Das hoffe ich wirklich. Ich will nämlich nicht, dass die beiden hier so frei herumlaufen. Wir auch nicht. Oh, die kommen nicht weit. Wir haben ja unser schnelles Motorrad. Ja. Ein klarer Fall. Ja, was ist das? Oh je, die hat aber einen Schreck gekriegt. Was ist denn? Was ist denn? Was? Oh, aber das ist doch Pippi Langstrumpf. Ich sehe es an den roten Haaren. Ja. Land, die darf nicht weit kommen. Hallo, Spring. Ja, wir müssen hier auf. Wir machen das schon. Ich bring Thomas und Annika um. Schnell! Wie klein die aussehen. Mit der Kling und Klang und so viele Kisten. Sofort anhalten und runterkommen. Pippi Langstrumpf, hörst du nicht? Komm runter. Du sollst sofort anhalten und runterkommen. Was sofort runterkommen. Nein, ich kenne deine Mama doch gar nicht. Na, warte nur, wie denn? Pippi, ich hab verstanden, was er will. Wir sollen sofort runterkommen. Wenn sie uns fangen wollen, sollen sie doch raufkommen. Hast du nicht gehört, du sollst runterkommen? Warte nur, diesmal stecken wir nicht bestimmt ins Kinderheim. Fangen Sie auf, Herr Nilsson.
die ganze Küste entlang, Annika. Und hier irgendwo werden wir landen. Aber nicht auf dem Wasser. Nein, da kann man doch nur wassern. Wir sind steinreich, mein Junge. Ja, das sind wir. Ich 2005, möchte wissen, was Pippi jetzt 2006, für ein Gesicht macht. 2007, 11, 2000. Um Himmels Willen, wo kommt die denn her? Das ist ja Pippi. Das Ding sieht ja verdammt ähnlich. Da ist bestimmt eine Teufelei im Spiel mit ihr und der Puppe und dem Koffer. Hast du etwa Angst vor einer Puppe? Hat das den Kraft noch gefehlt? Oh, weg zum Teufel! Weg! Los! Halt auf! Jag sie weg, dass ihr wegkommt! Geht weg, Schäfchen! Wir wollen da landen! Lauf, damit wir euch nicht wehtun! Zieh an der Leine, Tommy, und lass noch ein bisschen Gas drauf. Weg da, du dummes Schäfchen! Stell die Flaschen auf den Baumstumpf. Ja. Seht ihr? Ein Mann arbeitet da unten. Ja, das kann nur der Küster von dieser Kirche sein. Hallo! Hallo! Wo sind wir hier eigentlich? Pippi, Achtung! Der Ballon treibt ab. Was sollen wir machen? Nichts, ich komme. Pfarrer, hören Sie doch! Was ist denn? Da, da ist... Brennt es irgendwo? Nein, nein, das nicht. Aber es sitzen Kinder auf der Turmspitze. 3 Stück. Was? Der Turm soll Drillinge bekommen haben? Ein Turm kann keine Kinder bekommen. Nein, ich weiß, aber Sie sitzen in einem Ballon, wissen Sie? In einem Ballon? Ja. Sie haben wieder mal getrunken, mein lieber Persson. Nein, nein, keinen Schluck. Kommen Sie, Sie können sich selbst überzeugen. Ich sehe keine Kinder. Ich auch nicht, Herr Pfarrer, aber vorhin waren Sie da.
Ich habe sie ganz genau gesehen. Kommen und Sie mir ja nicht noch mal mit solchen Hirngespinsten, Herr Voss. Sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie in eine Trinkgeheilanstalt kommen. Bitte nicht. Ich werde auch nie wieder so etwas sagen, Herr Pfarrer. Nie wieder. Das ist brav, Person. Halt da mal an. Jawohl. Hey, Sie? Sind hier Kinder vorbeigeflogen in einem Luftballon? Was? Hören Sie, so etwas können Sie mit mir nicht machen. Mit mir nicht. Er ist betrunken. Fahr weiter. Ja. Ich habe einen Ballon mit Kindern gesehen. Halt! Kommt doch zurück! Wisst ihr, wer da unten geht? Die beiden Gauner, die mein Gold stehlen wollten. Und wisst ihr, was der Dicke in der Hand hat? Mein Koffer mit den Goldstücken. Siehst du an, Tommy. Und was willst du jetzt tun? Den hole ich mir wieder. Passt mal auf. Jetzt bist du dran, den Koffer zu tragen. Wieso ich? Ich habe ihn lange genug geschafft. Nur wenn du zu faul bist, du bist dran. Nein, du. Aber dann du bist dran. Also du bist dran. Die werden sich schön ärgern. Schnell, die Polizei! Polizei, schnell! Los, keiner erkennt! Ich springe die Mauer! Und dann deine Jacke! Aua! Auf hier! Halt an! Da sind die beiden Ausbrecher! Da sind sie! Jawohl! Komm! Halt! Hört ihr nichts! Bleibt stehen! Bitte stehen bleiben! Halt! Los, rein, los, gib Gas! Los, Maschine anlassen! Ja, nur, gib doch Gas! Es geht ja nicht voran! Gib Gas! Schieb und du lenkst! Gib Gas! Gib Gas! Stopp! Halt! Gib Zeit! Das kommt ein Kreuzsystem! Ich habe es sofort reinigen lassen, aber die Flecke gehen nicht mehr raus. Furchtbar, nicht wahr? Schrecklich. Trotzdem, sie tut mir leid. Frau Settergren ist verreist und hat mich gebeten, mich ein bisschen um ihre Kinder zu kümmern, um Thomas und Annika. Ich bin gerade dahin unterwegs und wenn Pippi Langstrumpf da ist, werde ich natürlich auch für sie sorgen. So, Kinder, jetzt werden wir gemütlich miteinander essen. Vor allem die kleine Pippi soll einmal erleben, wie schön ein richtiges Zuhause sein kann. Wieso, das weiß ich doch. Ich habe sogar zwei Zuhause. Eins in der Villa Kunterbund und eins in Takatuka-Land. Ach, na, das ist doch wohl nicht das Richtige. Oh, die ist aber heiß. Ja, ich habe mir schon die Lippen verbrannt. Das wird aber gut tun, eine warme Suppe, nicht wahr? Guten Appetit. Danke. Danke. Warm ist die Suppe, ja, das muss man schon sagen. Und schmecken tut sie auch ganz gut, wirklich. Nur, ich glaube, das Gemüse hätte ein bisschen länger kochen müssen, oder? Na, aber Pippi. Wieso? Mir macht es nichts aus. Ich habe nämlich gute Zähne. Wie meine Großmutter, die konnte Nägel und Schrauben durchbeißen. Weil sie nie ein einziges Bonbon gegessen hat, hat sie immer gesagt. Hör mal, Pippi, was hat sie denn sonst gegessen, deine Großmutter? Nägel, immer nur Nägel. So, jetzt müsst ihr Daumen halten, dass die Flaschenpost auch ankommt. Wo soll sie ankommen, Pippi? Bei meinem Papa, wo denn sonst? Glaubst du wirklich, dass die Flasche so weit schwimmt? Bestimmt, Tommy. Tommy, ich habe schon richtig Sehnsucht nach Mama und Papa. Und sie sind erst einen Tag weg. Glaubt ihr vielleicht, ich hätte keine Sehnsucht? Du auch? Meine Mama ist schon lange oben im Himmel. Da kann man keine Flaschenpost hinschicken. Aber mein Papa, der muss bald mal kommen.
Kind. Papa! Ja. Papa! Aber Ephraim, du bist aber gewachsen. Pipilotta, Victualia, Rollgardina, Schokominza, Ephraims Tochter Langstrumpf, mein lieber kleiner Spatz. Ich wollte auch gerade sagen, du bist aber gewachsen. Ja, das wusste ich doch, aber ich hab's zuerst gesagt. Sag mal, bist du noch so stark wie früher? Viel stärker. Wollen wir es mal ausprobieren? Na klar, komm, pack zu. Moment. Ja, du bist wirklich viel stärker, als du früher warst. Pippi, Lotta Victoria, es ist ja nicht zu fassen, was du für Kräfte hast. Früher war ich doch immer das Stärkere. Jetzt sind wir gleich stark, aber in einem Jahr wirst du verlieren, Papa Ephraim. Aber du weißt ja noch gar nicht, dass ich jetzt zwei neue Freunde habe. Da, Tommy und Annika. Aha, das ist aber fein. Guten Abend. Und das ist mein Vater, Seine Majestät König Ephraim Langstrumpf. Mhm. Guten Abend. Guten Abend, Annika. Guten Abend. Hallo, Tommy. Papa, du bist doch König auf einer Insel, nicht? Klar bin ich König. König über die Koredutten auf der Takatuka-Insel. Du weißt doch, wie ich über Bord gespielt wurde. Mhm. Da haben mich die Wellen auf den Strand von der Insel geworfen. Siehst du, ich weiß doch, dass du nicht ertrinken kannst. Ich untertrinken? Das ist ganz unmöglich. Bei meiner Speckschicht? Fett schwimmt doch. Ja, komm zu mir. Wenn wir jetzt wieder auslaufen, fährst du mit, Pippi. Das willst du doch, oder? Ja. Hm. Was hast du, Annika? Annika! Tommy, ich bin so traurig. Warum denn? Weil Pippi einfach mit dem Schiff von ihrem Vater wegfahren will. Vielleicht sehen wir sie dann nie wieder. Papa, darf ich als Prinzessin noch schwindeln? Ja, abends am Lagerfeuer. Hast du immer viel Zeit, da fällt dir ganz von selbst was ein. Ich hab darauf gelogen, dass sich die Palmen gebogen haben. Dann hauen die Koredutten immer auf die Trommel, dass es nur so donnert. Wenn ich immer gekohlt habe, hat niemand getrommelt. Neulich habe ich eine besonders herrliche Geschichte zusammengelogen. Von einem Kalb, das Pullover stricken und auf die Fäulen klettern konnte. Ich habe es sogar selber geglaubt, aber keiner hat auf die Trommel gehauen. Seid ihr denn weggelaufen? Vor dir. Pippi, ich muss noch ein ernstes Wort mit dir reden. Da hilft alles nichts. Warum denn? Es geht nicht mehr so weiter. Du musst jetzt in ein Kinderheim, bevor du völlig verluderst und Thomas und Annika noch ansteckst mit deinen Verrücktheiten. Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst. Und da es hier nun einmal ein ausgezeichnetes Heim für elternlose Kinder gibt... Du brauchst mich nicht in ein Heim für elternlose Kinder zu stecken, weil ich doch einen ganz tollen Vater habe. Jetzt lügst du wieder. Wo hast du ihn denn? Hier, unter mir, in der Holzkiste. Findest du das komisch, Pippi? Glaubst du nicht, dass mein Papa da unten drin ist? Ach, Unsinn. Glaubst du es oder glaubst du es nicht? Nein, ich glaube es nicht. Kein Kind hat seinen Papa in der Holzkiste. Ich wohl.
mal. Was sagst du dazu? Pippi, um Himmels Willen. So, das ist also dein lieber Papa. Na, dann ist ja alles in Ordnung, liebe Pippi. Jawohl, es ist alles in Ordnung. Und Pippi braucht kein Kinderheim. Natürlich nicht. Jetzt hat sie ja ihren Papa. Und das freut mich. Wirklich, Herr Kapitän. Und ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben. Ich finde es nur so sehr schade, dass Sie jetzt mit Ihrer niedlichen kleinen Tochter wieder in die Südsee fahren wollen, Herr Kapitän Langstrumpf. Wäre es nicht besser, Sie würden in der Villa Kunterbund bleiben? Dann hätten Sie doch endlich ein geregeltes Leben. Könnte Sie das nicht reizen? Das wäre nicht das Richtige für einen alten Seebären. Aber ich bitte Sie, Sie sind vielleicht ein Seebär, aber alt sind Sie noch nicht. Guck mal auf deine Füße. Ha, eine Maus. Von der Sorte habe ich noch ein paar hundert hier. Soll ich sie rauslassen? Nein, um Himmels Willen nicht. Hilfe, ich kann keine Mäuse nicht ausziehen. Die Kleine ist jetzt ein Schwergewicht. Alle erhören! Heute Nachmittag feiern wir alle zusammen Abschied in der Villa Kunterbund. Oh, ja, Pippi weiß, was ich gehört. Pippi Langstrumpf, es lebe Pippi Langstrumpf. Thank you.
wohl was? Hey, die habe ich doch nicht für dich geschält. Da, trink auch mal. Schön, wenn du nicht willst. Guten Appetit, Papa! Kapitän Langstrumpf! Jetzt wollen wir mal sehen, wer der Stärkere ist und ob du mit mir machen kannst, was du willst. Los, fünf Matrosen auf die Tür auf! Komm, Jungs, du auch, Ulf. Weißt du, was der vorhat? Ja, kannst du mir auch denken. Los, rauf, Jungs. Wer es durchhält? Das kann Pippi nicht. Captain, jetzt kommt Pippi. Ja, jetzt bin ich dran. So, was willst du denn machen, mein Kind? Mein Pferd stemmen, aber nicht nur das Pferd. Tommy und Annika kommen noch oben drauf. Ja? Na, dann kommt mal her, ihr beiden. Na, komm. Haltet euch gut fest. Ja, Pippi, zeig sie, Pippi. Pilotta, du bist die Stärkste auf der ganzen Welt. Fahr nicht weg, Pippi. Mein Papa, ich muss mit ihm fahren. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Wann fahrt ihr denn los? Die Hoppetosse soll um 10 Uhr früh auslaufen, hat Vater gesagt. Ich bin so traurig. Was sollen wir denn ohne dich anfangen? Halt euch mit dem Proviant! Ei, ei, Captain. Wenn Pippi kommt, ist alles an Bord. Bis 106 Grad Nord können wir es heute schaffen. 106 Grad Nord. Das heißt natürlich nur, wenn der Wind nicht abflaut. Ich glaube, die Brise hält sich. Ja, hoffen wir es. Dann brauchen wir in der Nacht nur 10, 20, gute 20 Meilen zu machen. Das schaffen wir leicht. Pippi, willst du uns wirklich verlassen? Wir werden dich alle sehr vermissen, kleine Pippi. Das hat Annika auch gesagt. Vergiss nicht, dass ich es immer sehr gut mit dir gemeint habe. Nein, das werde ich nie vergessen. Sieh mal, hier habe ich ein kleines Abschiedsgeschenk für dich. Lach nicht! Du musst nicht glauben, dass es in der Südsee immer nur warm und sonnig ist. Die Nächte sind da oft empfindlich kalt. Gut, wenn ich nachts rauslaufe, ziehe ich immer erst deine komischen Wollhosen an. Hallo! Bin ich. Vielen Dank. Wenn ich die anziehe, denken die Korridutten-Neger, es wäre eine Gala-Uniform.
so traurige Augen. Freu dich doch auf die Südsee. Pippi, du darfst den Koffer mit dem Gold nicht vergessen. Der ist leer. Ich habe keine Goldstücke mehr. Aber warte mal. Tatsächlich, hier habe ich noch zwei Goldstücke. Wisst ihr was? Nehmt ihr die. Ich brauche sie ja nicht mehr, weil ich Prinzessin geworden bin. Kommt, ich muss zum Schiff. Ich hänge den Schlüssel hier auf, falls ihr noch mal rein wollt. Wenn du weggehst, gehen wir hier nie mehr her. Nein, ganz bestimmt nicht. Niemals mehr. Komm doch auch mit, Schimmel. Jetzt brauchst du nicht mehr auf der Veranda rumzustehen. Leb wohl, Villa Kunterbunt. Ich freue mich auf Takatuka-Land. Aber dieses Haus werde ich trotzdem nie vergessen. Bring es achtern an Bord. Aye, aye, Captain. Pippi, komm zu mir. Hepp. Auf Wiedersehen, kleine Pippi. Der Abschied der Kukurin. Wir sind auf der Südseeinsel. Ade, kleine Pippi, ade. Wir warten auf dich, kleine Pippi. Und spät. Muss Tommy und Annika noch auf Wiedersehen sagen. Nicht zu lange, Pippi. Gleich wird der Anker gelichtet. Gestern Abend habe ich ein Gedicht für dich geschrieben. Wenn du wegfährst, Pippi, ist es hier gar nicht mehr schön. Und wir wollen auch nie mehr in die Villa Kunterbunt gehen. Pippi, worauf wartest du denn noch? Es wird Zeit, du musst an Bord kommen. Auf Wiedersehen, Tommy. Auf Wiedersehen, Annika. Wir sehen uns sicher mal wieder. Ankerlichten! Aye, aye, Captain. Ankerlichten. Du, Papa, ich kann's nicht mehr aushalten. Was kannst du nicht mehr aushalten? Dass die beiden so traurig sind. Papa. Annika. Zieht die Gangway ein! Aye, aye, Captain. Annika. Ich will nicht, dass Tommy und Annika weinen. Papa, ich will in der Villa Kunterbunt bleiben. Was sagst du? Du willst hier bleiben? Aber warum denn auf einmal? Wegen Tommy und Annika. Darum. Wieder raus mit der Gangway, Fridjolf! Ei, ei. Alte Taue, ja. Festlassen! Du hast ja immer nur getan, was du wolltest. Du hast ja gesagt, das soll ich tun. Na also. Tja, dann müssen wir uns auf Wiedersehen sagen. Aber du kommst doch sicher bald mal wieder, oder? Ja, kleine Pippi, ich komme immer wieder zu dir zurück, das weißt du doch. Auf Wiedersehen, Papa. Ahoi und alles Gute. Auf Wiedersehen, Pippi. Auf Wiedersehen, Fridjolf. Auf Wiedersehen, Pippi. Auf Wiedersehen, Papa. Ahoi, Pippi! Ja, mein Kind! Gute Fahrt! Ahoi,
Pipi! Alles Gute! Lass den Kopf nicht hängen! Pass auf dich auf! Moment, ich gebe dir noch ein paar Goldstücke! Nein, lass! Ich brauche kein Gold! Ich komme auch ohne aus! Nein, besser ist besser! Ich will nicht, dass du Not leidest, Pipi! Hier ist noch ein Koffer voll! Vielleicht sehen wir sie nie wieder. So, Blume. Blume, komm mal her. Was ist denn? Guck mal, was die da hat. Neuer Koffer Gold. Ich bin froh, dass ich hier geblieben bin, Mama. Ich möchte nie groß werden. Es ist viel schöner so, wie es bisher war. Ich glaube, hier in der Villa Kunterbunt kannst du mich von deinem kleinen Himmelsfenster aus auch viel besser sehen. Zweimal drei macht vier, wiede, wiede, witt, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, wiede, wiede, wie sie uns gefällt. Dreimal drei macht sechs, wiede, wiede, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, dich zu uns ein.